Milana! Dein Kürbiskuchen kommt! Melonenkuchen. Ich würde ja sagen, Melonenbrötchen. Aber Kuchen ist geiler als Brötchen. Ich mach Melone. Gott, wir verschmelzen miteinander. Jetzt muss ich nicht diese dämliche Fusion machen. Also den Fusionstanz aus Dragon Ball Z. Füchse können das auch ein bisschen schlecht machen. Springen? Okay. Geronimo! Wo führst du mich hin? Das ist mir jetzt überhaupt nicht geheuer, Melone, ne? Das sieht ziemlich boshaftig aus. Habe ich mich erkältet oder bin ich gegen Boshaftigkeit allergisch? Oh, das macht mich krank, hier zu sein. Sterben, Kürbis! Melone, rette mich! Mach Mund-zu-Mund-Beatmung! Melone mich gerade getötet. In Abgrund fallen gelassen. Kürbis. Oh, ich lebe noch gut. Oh. Es wäre weniger schön gewesen, wenn ich einfach so gestorben wäre. Oh nein, ich bin verletzt. Ich habe mir den Fuß verstaucht. Knöchel gebrochen. Kein Tierarzt in der Nähe. Ach, für wilde Tiere gibt es auch schlechten Tierarzt. Muss das dann nicht eigentlich auch verdammt wehtun, wenn man so mit einem verstauchten oder gebrochenen Bein dann da runterschleddert? Sieht aus wie die Linien am Himmel in Rot. Ein Fuchs. Ist das ein Fuchs, hat diese Linie eben am Himmel gemacht? Diese rote Linie? Gibt es hier noch einen dritten Fuchs? Einen bösartigen Fuchs? Rotkohl? Das muss ja eigentlich ein Kürbisgewächs sein, ne? Kürbis und Melone sind ja
Eine alte Zivilisation. Und die haben einen Fuchs angebetet? Bist du das in der Mitte? Wurdest du als Göttin angebetet? Kannst du vielleicht deine göttliche Kraft benutzen, um meine Pfote zu heilen? Aber dann ist die Fuchsgottheit verschwunden und alle sind in Verzweiflung gestürzt. Ah, hier ist noch so ein Typ. Und die Berge sind in Vulkanausbruch. Durch alle Menschen gestorben sind. Ende. Ich habe keinen Stab gesehen. Da ist der Stab. Na, laufen wir mit, humpeln wir zurück. Es kommt, wenn ich ein bisschen weitergehen würde, wird meine Pfote geheilt, sodass ich schneller den Stab zurückbringen kann. Dann nimm mal hier deinen Stab und teile meine Pfote. Ja, du bist nur ein Geist. Wahrscheinlich hier von dieser alten Zivilisation. Ja, die alle durch den Vulkanausbruch gestorben sind. Sieht jedenfalls wie ein Vulkan aus. Oder das soll kein Vulkan darstellen, sondern irgendwie... Das Böse ist aus dem Inneren der Erde ausgebrochen. Und mit dem Bösen meine ich dieses komische rote Etwas, das mich vorhin krank gemacht hat. Wodurch ich kollabiert bin. Sind das Totenschädel? Sieht aus wie Totenschädel, oder? Das ist einfach nur Cobblestone. Gut, dass das eigentlich ein Totenschädel. Aber von der Form her? Komm, das ist Cobblestone. Das sind nicht irgendwelche versteinerten und verrußten Schädel. Wir sind jetzt mal ein bisschen positiv. Wir haben jetzt gerade so viel negatives Zeug uns entgegengeschmissen bekommen. In hoffnungslosen Situationen muss man positiv denken, sonst gibt man selber auf. Kopf eine Fuchsstatue.
Nächster Typ, der einen Stab möchte. Ja, ich möchte auch Dinge, und zwar Heilung. Magisches Licht, heile meine Wunden. Bitte. Ich will nicht für den Rest des Spiels humpeln. Ich kann mich auch nicht springen, aber ich springe doch so gerne in Videospielen. Hättest du ein Hoppelhäschen spielen müssen. Na komm, wir sind gleich da. Halt noch ein bisschen durch, Kürbis. Hat Melone mir jetzt ihre göttlichen Kräfte gegeben? Oder sind wir verschmolzen? Ich würde ja eigentlich Ersteres sagen, weil noch so eine Geisterfigur da rumfliegt und sie das dann wahrscheinlich ist. Infused with light. Lebensenergie gegeben. Wenn ich wieder gesund werde und lebe. Oh, Melone. Melone. Und jetzt? Folgt mir auch. Da oben wäre ein Ausgang. Sie fliegt doch in die Richtung. Aber da unten lag noch ein Typ. Ich habe bisher keinen Stab gesehen. Stopp, stopp, stopp. Vielleicht möchte er doch keinen Stab haben. Wahrscheinlich möchte er doch einen Stab haben. Komm, du willst sowas von einem Stab haben? Es kann natürlich auch sein, bisher musste ich ja immer für Stäbe zurücklaufen. Und hier etwas weiter hinten war ja der andere Typ, den ich im Stab gegeben habe. Ah, gehen wir erstmal weiter. Wenn ich einen Stab finde, laufe ich zurück. Ich gebe ihm da vorne ihn. Stopp! Zyklon.
hätte mich fast überrollt, der Stein. Ich habe jetzt meine Kräfte abgegeben. Okay, so schließt sich das wieder. Aber ich kann sie wieder mitnehmen. Dann gehen wir mal ins Licht. Hoffentlich ist es kein Zug, der mir jetzt entgegenkommt. Kapitel 3. Sieht schon recht nice aus. In den heißen Quellen hier. Jump'n'Run und auf die Jump-Taste springen und dann fall ich runter. Wow. Gut, dass das kein tödlicher Abgrund war. Oh. Tödlicher Abgrund. Das ist jetzt um einiges roter. Ja, Rotkohl. Rotkohl, der dritte Fuchs, ist doch nur neidisch, weil Kürbisse und Melonen beliebter sind als Rotkohl. Das ist eine Eifersuchtsgeschichte hier. Okay. Ach, Lichtblume, da kann ich ja wieder mit Licht mitnehmen. Mich wieder mit Licht infusionieren. Licht! Ha! Chicken, der Witz ist alt. Oh. Ist ja gut. Was machen wir solche Lichtblumen? Gib mir Licht! Da muss ich nicht mehr zurücklaufen. Ich werde sowas von brauchen. Hier wäre noch eine Lichtblume. Ich muss ja so zwei Sachen aktivieren. Da hätten wir was zum Aktivieren. Wahrscheinlich mit Anlauf rüber, aber ich hatte zu wenig Anlauf. Versuchen wir das Ganze nochmal. Geronimo Kürbis! Yay! So, was haben wir hier? Ah, der Mönch. Ist, wo ist sein Stab? Hier ist eine dritte Lichtblume.
nicht auf mich herabstürzen, bitte. Also eigentlich hat er mich getroffen. Los, gib mir Licht. Gib mir Licht. Kann ich unendlich mal? Oh, kann ich, okay. Steinstatuen auf Berggipfel oder... Ja, das sind Steinstatuen, keine Menschen, die auf Berggipfeln meditieren. Dafür sind ihre Proportionen nicht menschlich genug. Wo ist der Stab? Stab, 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 Stab. Unter Wasser. Aber ich kann nicht tauchen. Ich kann nicht tauchen. Na, vielleicht müssen wir wirklich zurücklaufen. Also erstmal ein bisschen vorlaufen, dann ist da der Stab. Zurücklaufen.